Big Direkt Gesund, der Podcast. Erste Versuche zur Transplantation von Gewebe gab es bereits im 19. Jahrhundert. 1954 wurde dann die erste erfolgreiche Nierentransplantation von Mensch zu Mensch durchgeführt. Das zeigt, dass schon seit vielen Jahren der Wunsch besteht, Kranken zu helfen. Und gute Argumente dafür gibt es allemal, wie Katharina Heuing weiß. Sie ist bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Referentin für Organspende. Das wichtigste Argument ist sicherlich, dass jede Organspende Leben rettet. Also in Deutschland warten derzeit etwa 12.000 Menschen auf ein Spenderorgan. Und rein statistisch gesehen sterben jeden Tag 3 Menschen, weil für sie eben nicht rechtzeitig ein passendes Organ gefunden werden konnte. Das ist, denke ich mal, das allerwichtigste Argument. Und dann ist es natürlich auch so, was viele Menschen nicht wissen, dass die Wahrscheinlichkeit einfach höher ist, selber mal auf ein Spenderorgan angewiesen zu sein, als selbst zum Spender zu werden. 12.000 Männer, Frauen und Kinder, die auf ein rettendes Organ warten. Es geht dabei um Nieren, Herz, Bauchspeicheldrüse, Leber, Lunge, Darm, Teile der Haut und Knochengewebe. Doch viele Menschen haben Bedenken oder es fehlt ihnen einfach an Informationen. Und viele wollen sich gar nicht mit dem Thema Organspende beschäftigen. Katharina Heuing setzt dagegen auf Aufklärung. Grundsätzlich ist es so, dass das Thema Organspende immer erst dann aufkommt, wenn bei einem Patienten, einer Patientin alles medizinisch Mögliche gemacht worden ist, um das Leben zu retten, aber das Gehirn zum Beispiel durch einen Unfall oder auch eine Erkrankung so schwer geschädigt ist, dass das Leben nicht mehr gerettet werden kann. Erst dann stellt sich auch die Frage einer Organspende. Gesetzlich vorgeschrieben ist es so, dass der Ausfall der Hirnfunktion, also der Ausfall aller Hirnfunktionen, dann auch von 2 Ärzten bzw. Ärztinnen und unabhängig voneinander festgestellt werden muss. Und es muss eine Zustimmung zur Organ- und Gewebeentnahme vorliegen. Entweder vom Verstorbenen selbst oder von Angehörigen. Liegen diese Voraussetzungen vor, dann muss es schnell gehen. Die Organentnahme wird dann vorbereitet und die internationale Vermittlungsstelle Eurotransplant wird informiert. Die sitzt im niederländischen Leiden und ist zuständig für die Benelux-Länder, für Slowenien, Kroatien, Österreich und Deutschland ist da auch angeschlossen. Und dort laufen alle Daten zusammen von allen Patienten und Patientinnen, die auf der Warteliste stehen. Und mithilfe eines speziellen Computerprogramms wird dann dort der optimale Empfänger, die optimale Empfängerin für das jeweilige Organ ermittelt. Die Vergabe erfolgt ausschließlich auf Grundlage medizinischer Kriterien und der Wartezeit. In der Regel wird ein Organ innerhalb von 18 Stunden transplantiert. Sehr viel schneller muss es bei Herzen und Lungen gehen. Dabei dürfen höchstens 6 Stunden vergehen. Viele Menschen kommen als Spender in Frage. Übrigens, das Alter ist kein Ausschlusskriterium. Es kommt nur auf den Zustand der Organe an. Das klarste Bekenntnis zum Spenden ist das Tragen eines Spenderausweises. Noch einmal Katharina Heuing. Auf dem Ausweis gibt es dann 5 Wahlmöglichkeiten. Also man kann grundsätzlich einer Organ- und Gewebespende zustimmen oder sie auch grundsätzlich ablehnen. Dann ist es auch möglich, dass man die Spende auf bestimmte Gewebe und Organe beschränkt. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte nur ein bestimmtes Organ spenden, ist das auch möglich. Das kann auf dem Ausweis vermerkt werden. Und umgekehrt geht es auch, dass ich bestimmte Organe oder Gewebe einfach von der Spende ausschließe. Außerdem gibt es die Möglichkeit, auch die Entscheidung zur Organ- und Gewebespende an eine vertraute Person zu übertragen, also zum Beispiel aus dem Familienkreis. Und das kann dann auch auf dem Ausweis vermerkt werden. Und dann gehört noch die Adresse auf den Ausweis. Sinnvoll ist es auch, die Entscheidung den Angehörigen mitzuteilen. Vor kurzem wurde ein neues Gesetz zur Transplantation im Bundestag beschlossen. Aus Sicht der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung enthält das Gesetz gute Regelungen. Nach dem neuen Transplantationsgesetz wird die Entscheidungslösung gültig. Also es bedeutet, dass alle Versicherten, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, angeschrieben werden und auf das Thema Organspende grundsätzlich erstmal aufmerksam gemacht werden. Sie bekommen Informationsmaterial zugesendet und auch einen Organspendeausweis. Und Ziel ist es, dass sie angeregt werden, sich mit der Thematik überhaupt zu beschäftigen und dann auch eine Entscheidung zu treffen und die Entscheidung festzuhalten. Den Organspendeausweis gibt es zum Beispiel bei den Krankenkassen, bei Ärzten und auch als Download bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Dort ist auch ein Infotelefon geschaltet unter der Nummer 0800 90 40 400.